Zeichnen. Es ist mein liebstes Hobby und ich liebe es. Wenn ich zeichne, fühle ich mich sofort besser. Immer wenn ich einen schlechten Tag habe, setze ich mich einfach hin und lasse all meine Frustration aufs Papier fließen. Gerade bin ich mit dem Rad von der Schule nach Hause gefahren, als ich plötzlich auf den harten Boden gefallen bin. Ich schaue hoch und sehe Finn Barker, der mich angrinst. Er kommt zu mir herüber und zieht mich an meinem T-Shirt hoch. Hey, Zack, sagte er. Ich kann seinen Atem riechen. Es riecht wie vergammelter Fisch. Oh, hallo, antworte ich und zwinge mich zu einem nervösen Lächeln. Er wirft mich wieder auf den Boden. Du hast mich fast mit deinem Rad umgefahren, erklärt er, während er mit verschränkten Armen und bösem Gesichtsausdruck vor mir steht. Ich entschuldige mich, doch das scheint ihm nicht zu reichen. Er schnappt sich mein Fahrrad und wirft es auf die Straße. Einige Sekunden später fährt ein Truck darüber. Ich schnappe nach Luft und stehe langsam auf, während ich auf mein zerstörtes Fahrrad schaue. Finn lacht. Ich renne nach Hause, schlage die Tür zu und schließe mich in meinem Zimmer ein. Mein Kopf liegt auf einem Zeichentisch. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen Stift, der auf dem Tisch liegt. Er kommt mir nicht bekannt vor, doch ich nehme ihn trotzdem in die Hand und greife nach einem Blatt Papier. Dann beginne ich, ein Fahrrad zu zeichnen. Ich vermisse mein altes jetzt schon. Der Stift gleitet über das Papier und schmiert überhaupt nicht. Er ist toll. Nach einigen Stunden kommt meine Mutter ins Zimmer. Liebling, es ist schon 10. Geh ins Bett. Du hast morgen Schule, sagt sie streng. Okay. Mom, hast du mir diesen Stift gekauft? Frage ich, während ich den Stift hochhalte, den ich zum Zeichnen benutzt hatte. Sie lächelt und nickt, bevor sie mein Zimmer wieder verlässt. Während sie hinausgeht, danke ich ihr. Dann stehe ich auf und lasse mich in mein Bett fallen. Ich schlafe sofort ein. Als ich am nächsten Morgen aufwache, realisiere ich sofort, dass ich spät dran bin. Verdammt! Innerlich fluche ich, während ich aus dem Bett klettere und mich schnell für die Schule fertig mache. Sobald ich bereit bin, renne ich aus dem Haus, komme jedoch sofort wieder zum Stehen. Dort steht ein gelbes Fahrrad auf der Veranda. Es sieht genauso aus wie mein altes. Als mir wieder einfällt, dass ich spät dran bin, schiebe ich meinen Schock beiseite und springe auf das Rad. Schnell fahre ich zur Schule. Nach einigen Minuten komme ich an und mache mich sofort auf den Weg zum Klassenzimmer. Angekommen setze ich mich an meinen Tisch. Ich bin froh, dass ich es noch rechtzeitig geschafft habe. Plötzlich kommt mein Freund Jimmy auf mich zu. Hey, rate, was ich gerade herausgefunden habe, fragt er mich, verräterisch grinsend. Was? Ich bin neugierig. Ich habe herausgefunden, dass Finn Angst vor Clowns hat. Cool, oder? Wir können ihm am Halloween einen Streich spielen. Während er spricht, grinst er. Ich schaue hinüber zu Finn, der sich gerade mit jemandem unterhält. Er hat also Angst vor Clowns, hm? Ich habe eine Idee. Auch ich grinse, während ich nach meinem neuen Stift greife. Ich reiße eine Seite aus meinem Notizbuch und beginne, einen Clown zu zeichnen. Hier, gib ihm das, sage ich zu Jimmy. Dieser nickt, schnappt sich die Zeitung und rennt zu Finn. Er reicht ihm das gefaltete Blatt und läuft dann wieder zurück zu mir. Ich sehe, dass Finn den Zettel in die Tasche steckt, ohne darauf zu schauen, während er sich weiter unterhält. Da, sagt Jimmy und lächelt unschuldig. Wir geben uns ein High Five und lachen. Nach der Schule geht Finn immer nach Hause und schlägt die Tür hinter sich zu. Hey Dad, ich bin zu Hause, alter Mann, ruft er, während er die Vorhänge des Wohnzimmers zuzieht. Es ist bereits dunkel. Finn flucht und geht in sein Zimmer. Dort angekommen, wirft er seinen Rucksack auf den Boden. Er setzt sich aufs Bett und schaltet den Fernseher an. Dann dreht er den Ton auf. Als er die Hände in die Taschen steckt, fühlt er etwas. Er erinnert sich an den Zettel, den Jimmy ihm heute in der Schule gegeben hat. Er nimmt das gefaltete Blatt Papier aus der Tasche. Ich schwöre, der Junge stirbt morgen, wenn das hier irgendein Quatsch ist, murmelt er. Als er das Blatt auffaltet, weiten sich seine Augen vor Angst. Schnell zerknüllt er den Zettel wieder und wirft ihn in die andere Ecke des Raumes. Langsam schwingt die Tür des Schrankes auf. Er stellt den Ton leiser und schaut die Tür an. Dann schüttelt er den Kopf. Ja, bestimmt die blöde Katze, murmelt er und versucht, sich selbst zu beruhigen. Wieder geht die Tür auf und er steht auf, um sie zu schließen. Ach, dumme Katze! Er greift nach der Tür und reißt sie auf, bereit, die Katze hinauszujagen. Stattdessen weiten sich seine Augen. Im Inneren des Schrankes steht ein Clown mit zerrissener Kleidung und scharfen Zähnen. Hey, Kumpel, warum zitterst du so?
fragt er mit einem grauenvollen Lächeln, bevor er laut zu lachen anfängt. Finn macht einige Schritte rückwärts. Vor Angst kann er sich kaum bewegen. Geh! Geh weg von mir! Schreit er voller Angst. Ah, komm schon, Junge! Willst du einen Kuchen? Der Clown hält einen Kuchen hoch, der blutrot aussieht. Finn schreit und rollt sich in seinem Bett zusammen, während der Clown immer dichter kommt. Währenddessen in Sex zu Hause. Und fertig! Tada! Ruft Zack, während er triumphverfüllt ein Blatt Papier hochhält. Auf dem Blatt lässt sich der gruselige Clown mit den scharfen Zähnen erkennen, der sich in Finns Schrank versteckt. Auf dem Bett liegt Finn, der sich zusammenrollt und in dessen Gesicht pure Angst zu erkennen ist. Mann, ich kann's kaum erwarten, Finns Gesicht zu sehen, wenn ich ihm dieses Bild auf den Tisch lege. Sagt Zack, während er das Bild in den Rucksack stopft. Wenn er nur wüsste, dass Finn ihn morgen in der Schule nicht mehr nerven würde. Oder sonst irgendwann in Zacks Leben. Diese Geschichte erlebte ich vor 2 Jahren im Sommer. Damals war ich 14. Ich lebte in einer kleinen Stadt in Estland. Mein bester Freund hieß Stan und wohnte direkt nebenan. Er liebte es, den Wald zu entdecken. Zusammen fanden wir oft interessante Orte. Eines Tages besuchten wir ein altes Herrenhaus, das sich mitten im Wald befand. Dahinter lag ein wunderschöner See. Das Haus lag einige Meilen von unseren Wohnungen entfernt. Auf unserem Weg dorthin machten wir Witze über das Haus. Dabei bekamen wir langsam das Gefühl, von Geistern und anderen paranormalen Dingen umringt zu sein. Bei unserer Ankunft hatten wir beide ein wirklich schlechtes Gefühl. Mein Freund bemerkte, dass ich es auch fühlte und schlug vor, lieber wieder zu gehen. Ich sagte ihm, er solle nicht so ängstlich sein, und wir gingen hinein. Dies war der größte Fehler meines Lebens. Es gab keine Treppe, also kletterten wir durch ein Fenster. Ich weiß nicht warum, aber im Inneren bekam ich sofort eine Gänsehaut. Es war, als würde uns jemand beobachten. Wir gingen in den 2. Stock. Überall lagen Steine. Meinem Freund ging es wirklich nicht gut. Er wollte unbedingt wieder gehen. Ich sagte ihm, warte, wir waren noch nicht auf dem Dachboden. Dann begann es. Auf dem Dachboden angekommen, schauten wir uns um. Plötzlich schrie mein Freund laut auf. Ich zuckte zusammen und fragte, was los sei. Gerade als ich meinen Satz zu Ende gebracht hatte, sah auch ich eine Frau, die an der Decke hing. Sie hatte weißen Schaum am Mund, überall blaue Flecke. So schnell es uns irgendwie möglich war, rannten wir nach unten und kletterten hinaus. Wir liefen zurück in die Stadt. Während ich rannte, sah ich aus dem Augenwinkel etwas, das aussah wie eine Puppe, die auf einem Baumstamm saß. Als ich genauer hinschaute, war sie weg. Wir riefen die Polizei und erzählten ihnen von der Frau und der Puppe. Sie durchsuchten das Haus und fanden die Frau. Neben ihr saß eine Puppe. Später erzählten uns die Polizisten, dass die Frau mit Strychnin vergiftet worden war. Ich googelte, was es mit dem Haus auf sich hatte. Im 19. Jahrhundert hatte es einer reichen Familie gehört. Die Frau entpuppte sich als die Mörderin, die zunächst die Familie und dann auch ihre übrigen Verwandten vergiftet hatte. Und ratet mal, was sie zurückgelassen hat. Richtig, eine Puppe.